Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, schon wieder ist es der letzte Tag vom Temposchubzauber. Wir schauen jetzt nochmal eben wegen Fischstäbchen. Och, ich habe nur einen noch gefangen. Okay. Na gut, aber wir konnten sie auch noch nicht verkaufen. Also von daher. So, wir brauchen. Ach du Schande, was ist das denn? Silberessenz. Jetzt habe ich das Silber gerade erst umgewandelt. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Dann ist noch die Frage. Hier, Schlossknacker-Zauberformel. Da brauchen wir Eier für. Oh Gott. Okay. Gut. Dann machen wir davon erstmal eine. Dann nochmal Tinte und dann noch eine. Und zack, schon haben wir wieder viel zu wenig von dem Zeug. Wir brauchen. Was ist das denn hier eigentlich? Achso, doch, das ist das doch. Silberessenz. Ja, ich brauche zwei und habe natürlich jetzt nur noch eine über. Ich wusste jetzt auch nicht, dass man Silberessenz für irgendetwas braucht. Es ist einfach zum. Naja, ihr wisst schon. So. Der Dung. Den einzigen, den ich noch habe. Der braucht noch etwas, so wie es aussieht. Über 4 Stunden noch. Na gut. Rechnen wir erstmal Hey Kitty. there, Kitty. So, dann schauen wir mal. Müssen wir hier unten noch irgendetwas machen? Ja, gießen natürlich. Die hatte ich beim letzten Mal gerade erst. Ach so, da ist jetzt kein Wasser drin, weil ich hatte die offline. Also wahrscheinlich liegt es daran. Ich hatte die nämlich offline. Geändert, dass wir eine Eisengießkanne haben. Ja, und die ist anscheinend komplett leer, wenn man die vorher noch nie benutzt hat, so wie es aussieht. Gut. Ich meine, gut, ich habe jetzt zum Glück nicht so viel. Nein, ich will das haben, was markiert war. Ich habe jetzt zum Glück nicht so viel Ernte, wo ich jetzt sagen muss, das muss ich jetzt zwangsläufig gießen. Die Blumen sind ja auch soweit. Wenn sie einmal fertig sind, sind sie ja durch. Und ansonsten habe ich in erster Linie Bäumchen drin. So, wir haben Dienstag. Da müssen wir dann mal gucken. Ja, da müsste ich eigentlich noch mal in die Mine gehen und noch mal auf die Suche nach Erz gehen. Das ist ja blöd. Da hinten ist noch. Meine ich doch, da habe ich doch was gesehen. Da haben wir ein bisschen Geld von bekommen. Hier auch nochmal und endlich finden wir auch nochmal eine Blume hier drin. Ich meine, gut, von denen brauchen wir jetzt nicht so viel, aber es ist halt doch schon ganz schön, wenn wir die dann auch finden. Ja, eins von Scotiglia. Ja, gemischter Fleischeintopf soll das sein. Und ich sehe gerade, wir können die Beeren wieder ernten. Ich glaube, das hätten wir jetzt auch schon vorher machen können am Leuchtturm, weil die ja irgendwie einen Tag Unterschied jetzt hatten, aber jetzt dürften sie eigentlich alle wieder reif sein. Weil ich hatte mich da ja mal mit vertan, hatte die da mal vergessen zu pflücken. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. War da oben jetzt auch noch so ein Strauch? Nee, ne? Doch, da oben. Da ist doch noch einer. Sehr gut. Ich muss echt mal gucken, ob ich damit nicht irgendwelche Rezepte mal herstellen kann. Also dann schon so, dass man jetzt sagen kann, okay, ich habe immer noch 10 im Petto oder so, wenn die mal wieder irgendwas haben wollen als Quest. Aber, oh, halt, lauf nicht vor mir weg. Dich erwische ich sowieso so wenig. Violet's incredible with herbs. Whenever she visits me, she points out all sorts of weeds right outside my door I can turn into tea. Das ist auch wichtig, sich damit auszukennen. So. Okay, hier haben wir, soweit ich das sehe, alles. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen, weil ich glaube, wir haben jetzt nur zweimal gebuddelt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bevor wir jetzt irgendwo hingehen, würde ich schon gerne nochmal das Eisenerz holen, damit wir das nämlich auch in einer erledigen können. Dann gehe ich jetzt mal auf die letzte Stufe.
Ja, da werden wir jetzt wohl eine ganze Weile brauchen, bis wir, ach nicht Eisenerz, bis wir Silber nochmal finden. Oder es ist direkt im ersten drin, das kann natürlich auch sein. Dann können wir da direkt was von machen. Sehr schön. Aber brauchten wir jetzt, Moment, brauchten wir jetzt ein oder zwei? Welchen Zauber habe ich jetzt eben gemacht? Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Moment, den Schlossknacker hatten wir. Okay. Das heißt, den Regenbeschwörungszauber. Das heißt, den müssten wir dann machen. Da. Achso, nee, ich habe die Essenz ja noch gar nicht gemacht. Die wird aber dann auch noch was brauchen, gehe ich mal stark davon aus. Ja, natürlich 8 Stunden. Dann können wir das heute definitiv nicht mehr machen. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil wir müssen uns ja sowieso noch um die andere Formel kümmern. Die Frage ist nur, Moment, ich denke, dass wir das nachts machen müssen, weil wir da ja einbrechen. Die Frage ist, muss ich ihr dann auch nachts Bescheid geben oder muss ich ihr tagsüber Bescheid geben? Aber ich versuche ja sowieso mit ihr dann zu reden. Das heißt, es sollte also kein Problem sein, dass ich das nicht herausfinden kann. Ist auch Dienstag, da müsste sie auch normal arbeiten, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Ich meine, normale Arbeitszeiten gibt es ja hier nicht. Da ist ja irgendwie keiner in der 5-Tage-Woche oder vielleicht in der 6-Tage-Woche am Arbeiten. Irgendwie haben die alle 2 Tage die Woche mindestens frei. Oder viele. Nicht alle, aber viele. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte übrigens offline doch nochmal ein Küken dazu gekauft in der letzten Folge. Oder halt eben nicht in der letzten Folge, weil es ja offline war. Das heißt, nee, stimmt gar nicht. Moment. Stimmt gar nicht. Was erzähle ich denn hier? Ich wollte einen Küken noch offline kaufen und dann habe ich mir gedacht, nee, spar dir mal das Geld, weil du musst noch ein paar andere Sachen bezahlen. Aber ich werde auf jeden Fall noch eins kaufen. So, das Kleine müssen wir noch. Sehr schön. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und 6 Stück können wir, glaube ich, haben, ne? So, du wirst nochmal gefüttert. Du bist das Neue. Sollte man eigentlich auch an der Größe sehen, ne? Aber habe ich jetzt gerade daraus geschlussfolgert, weil die Herzen noch nicht da waren. Nein, nein, nein. Nimm eins, was du noch nicht hattest. So. Die gute Dame. Madame Butterfly. Also Butterblume, nicht Butterfliege. Gibt uns wieder 3 Milch. Also ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich damit zusammenhängt, weil die komplett ausgelevelt ist jetzt. Ist sie doch, oder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. So, Mitternacht. Also Midnight. Midnight Baby. Aber die mit der Wolle, die hat sich jetzt wieder schön versteckt hier. Du kannst hier nicht einfach drumherum kommen. Dich müssen wir scheren. Kriegst auch gerne was zu futtern. Kein Thema. So, sehr geil. Haben wir wieder Wolle. Aber ich werde auch nicht alle Wolle verbrauchen, weil nachher kommt jemand an und möchte Wolle haben anstatt Stoff. Ne? Ich meine, sowas Ähnliches hatten wir ja jetzt gerade erst mit dem Silber. Habe ich so schön alles eingedingst hier. Moment, wir haben Dienstag. Ne, der arbeitet der aber, glaube ich, noch nicht. Schön alles eingeschmolzen und dann heißt es plötzlich, wir brauchen, ach so, die Bären, genau. Und dann heißt es plötzlich, wir brauchen das gar nicht. Okay, wir können die Bären noch nicht machen. Dann war das wohl doch der Unterschied, dass die einen Tag zu spät waren. Ich meine, es war ein Tag. So, wenn wir schon mal hier sind, angeln wir noch mal kurz eine Runde. Ich schneide es dann aber für euch raus und ja, ihr seht dann nur die, ich sag mal, interessanten Szenen, wenn wir zum 200. Mal mit den Dorfbewohnern reden oder andere Sachen, die hier so passieren. Das Angeln schneide ich mal raus komplett. Bis gleich.
Ja, so viele Fische gab es diesmal leider nicht, Wesley. The moon used to be my enemy. Sometimes it still is. I'm trying to see it as my friend, though. Och, Wesley. Ich will dich nicht davor befreien. Ich will dich einfach nur heiraten. Aber ich weiß immer noch nicht, wie. So, Kim. Ja, da brauchen wir noch Herzen. Ugh, on days this hot, all I want to do is sit in an air-conditioned room and watch anime. Ja, die kann irgendwie auch nichts anderes sagen. Der Laden ist auf. Sehr gut. Können wir schon mal wieder für Nachschub sorgen? Oh, kids grow so fast. Feels like yesterday I was grabbing mayonnaise to clean crayon off the wall or get gum out of Emmy's hair. Why am I just now learning mayonnaise can do all that? Oh, Tara. Mayo and vinegar will clean just about anything. And wait until you see what happens when you mix them with pepper and scallions. One of the best dressings you'll ever taste. So, wir brauchen noch mal neues Mehl. Dann haben wir wieder 30. So. I have mad respect for my brother still hitting the wave circuit. Competition's fun, but all I want to do is enjoy the water. Bei dir schauen wir nochmal. Aber im Endeffekt, wir haben ja alles schon. Limetten, Olivenbaum, wir haben ja alles schon gekauft von ihm. Deswegen. Nee, brauche ich da, glaube ich, nichts mehr von. Mit Bruno müssen wir nicht reden, aber wir dürfen gerne nochmal ein paar neue Köder holen. Zack, dann haben wir auch wieder 30 Stück. Weiß ja nicht, wann der mal wieder Lust hat zu arbeiten. Take it easy in this heat, especially if you go into the mines. Precious metals are great, but you don't want exhaustion to creep up on you. Ich doch nicht. Nothing beats breakfast all day when you're up most of the night. I appreciate Sophia's recognition of the night owls in town. So, Mädel. Juliet's out of school. I wish there was a half-decent summer camp nearby. It's a good thing there's a summer festival at least. Young people need more things to do in this town. So, dann möchte ich bitte nochmal die Fischstäbchen verkaufen. Zack. Popcorn bringt übrigens extremst wenig. Also da braucht man nicht groß drüber nachzudenken. So, da müssen wir noch hin. Wobei wir das in der Dunkelheit machen müssen, nehme ich mal an. Steht ja auch die Akolytin. I think all Fairhaveners have a little magic in them. Even the non-witches. They ooze something unique. Okay. Zu ihm müssen wir noch mal kurz rüber. Founder Korn asked how things had been going in Fairhaven, and I didn't know what to tell him. Who runs a consciousness center that gets broken into? That's the opposite of serene and peaceful. Ja, nur dass nicht eingebrochen wurde, sondern in Anführungszeichen nur etwas gestohlen wurde. Das scheint hier irgendwie keiner zu begreifen. Aber okay. Schauen wir erstmal, fangen wir mal ganz rechts an. I love working in my garden and the feeling of soil in my hands. I just don't like it under my fingernails. Some people think of craftsmen as being all right with dirt, but I'll tell you right now, the second most important tool in my toolbox is a decent nail brush. Dann gehen wir noch mal kurz in die Schule. Stop by Town Hall anytime if you're looking for volunteer opportunities. We could always use another pair of hands. Ja, ich schätze, das wäre jetzt zu offensichtlich, wenn wir da jetzt helfen würden und dann plötzlich Sachen fehlen. I left some flowers at Gave's doorstep. Not that flowers will magically clean that old place up, but it's a start. But what if Giva finds out about, you know? I'm not worried about that. I'm just psyched that we get another resident with good fashion sense. Okay. So, mit ihm hatten wir schon alles.
Ach, das ist dieser Stein da rechts. Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich habe zwar noch jede Menge. Achso, ich könnte eigentlich in der Zeit nochmal in die Mine gehen. Ja, das wäre ganz gut. Also ich werde jetzt offline nochmal ein bisschen in die Mine reingehen und werde dann gucken, dass ich das Ganze auf Nacht umstelle, wenn ich soweit bin. Also wenn ich damit fertig bin mit der Mine. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da mit Violet noch machen. Ach, da waren wir da jetzt schon? Waren wir da heute schon? Ich glaube noch nicht, oder? Wesley ist nicht da, das habe ich ja schon mitbekommen. Die sind aber irgendwie alle heute mal wieder nicht am Arbeiten. Lauf doch einfach und bleib nicht überall hängen. Nee, da waren wir definitiv noch nicht. Amira seems happy lately. Human temperaments shift so quickly, I could never keep up with her. Naja. Have you tried hibernating? You busy little humans are exhausting to observe. Ja, und dann auch noch die Menschen mit dem Temposchub zaubern, ne? Das ist ja dann noch schlimmer. Sie wird wahrscheinlich auch wieder nicht da sein. Ja, war klar. Brauchen wir auch gar nicht zu gucken. Die ist ja nirgendwo hier. Dann, wie gesagt, mache ich mich auf, gehe in die Mine und guck, ob ich da eventuell noch mal ein bisschen Silber finde oder den Schlüssel. Das wäre natürlich noch geiler, wobei ich da jetzt nicht so wirklich dran glaube, ehrlich gesagt. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind da und wir können dann auch direkt noch mal die Mondblumen mitnehmen. Ja, Violet hat ja noch die Quest für uns. Das heißt, wir werden als erstes mal mit den anderen kurz reden. Violet is crazy good at potions. If I weren't already afraid to ever get on her bad side, I am now. Whatever you do, do not allow my children to bribe you into coming over while you're transmogrified. I happened to spot the two of them watching videos on DIY pet makeovers. Aw, but what if Cleocatra and I want tiger stripes? Oh, or a mohawk. Bold of you to trust a pair of 10-year-olds with grooming tools, but I don't think Cleocatra wants to look like a Sphinx cat. Stell mir das gerade vor. Oje. Did you know that women healers were burned for being witches for centuries, even when many of them weren't witches? Strange. A woman who can heal terrifies people. I try not to think too much about what that means. Ja, das stimmt allerdings. So, was werden wir denn? Wir brauchen hier einen guten Schub, also würde ich sagen, nehmen wir mal eine Mondblume. Oder auch zwei. Und Brombeeren haben wir noch ganz viel von. So, dann ist es aufgeladen, ne? Ja. Nein. Hallo. Ich habe Violet anvisiert. What's up, Tara? Busy writing at your desk, I hope? You bet. We're ready to go. Woohoo! Meet me by Town Hall between 8 and 11 tonight. Rathausfriedensbruch. Es wird Zeit für einen gepflegten Einbruch. Schleiche dich nach Einbruch der Nacht ins Rathaus. Ja, ist ja eigentlich schon Nacht. We totally need to do a bring your familiar to coven night. Amira's told me so much about her red fox. Das wäre auf jeden Fall cool. Jetzt ist sie wieder weggeflogen. Sauerei. Na gut, ich weiß noch immer nicht, wie das funktioniert mit diesen... Also ich nehme mal an, dass das mit dem Schwebezauber zu tun hat, weil die alle mit dem Besen fliegen. Dass man den vielleicht irgendwie auf dem Besen anwenden muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte mir mal einen machen. Die Frage ist, habe ich einen? Ich weiß es nicht genau. Phew, you came. I was afraid you might chicken out. Hey, I don't back out on my word. And I'll never doubt that again. Come on, speak the incantation to the door and it should open right up. Das ist der Moment der Wahrheit. Stiehl den Scheitelstein. Ja. Nein, ich will das... I should wait until it's dark before I try to break in. Oh, what have I gotten myself into? Ja, das ist eine gute Frage. Aber sie hatte was von 8 Uhr, glaube ich, gesagt, oder? Da steht nur, dass ich es jetzt machen soll. Moment, was war denn da noch drin?
Ach so, das ist das mit der Beschwörungszauberformel, genau. Okay, dann würde ich sagen, dann müssen wir mal wieder kurz die Zeit ein bisschen vorspulen und schwupps, schon haben wir 8 Uhr. Das ging jetzt schnell. Ich hoffe, dass es 8 Uhr war. Ja. To retrieve a magic rock. First, this locked door must unlock. Ooh, we are smooth. Let's not celebrate just yet. We still have the display case. Yes, here it is. To retrieve a magic rock, first this locked case must unlock. Oops. Oh, not again! Run! Oh, you run fast! 'Cause I'm so full of adrenaline. I'm a few seconds away from finally going through the stones. Hold up. Right now? Tonight? Obviously. No one can hold me back. At least let me come with you. I can't. What if it's dangerous? That's exactly why you should let me come. No one is going anywhere. What were you two thinking? Breaking into Town Hall? I didn't know an alarm would go off. Even if it didn't, you know how dangerous the gloaming is. That place? It changed my dad forever. And it took my mom. I need to find out what happened, Lena. I understand that. But no one goes into the gloaming alone. Not since, you know. Violet, I promise. We'll talk this all over at the Circle tomorrow. But for now, give me the keystone and go home. You were really going to go in by yourself? I didn't want you to get hurt. I'm sorry, Tara. Just when I figured I ferreted out all the surprises around here. Ja, die Aufgabe haben wir abgeschlossen, aber leider kamen wir da nicht so richtig weiter. Schade, schade, schade. Ja, bleibt uns dann wohl nichts anderes übrig, als erstmal ins Bettchen zu gehen. Und dann, ach ja, genau, ich warte ja auf die Essenz. Die dürfte jetzt eigentlich schon fertig sein, oder? Ich gucke da gleich nochmal kurz nach, ob die Essenz schon fertig ist. Und wenn ja, dann kann ich den Zauber auch schon mal machen. Und mit ihr haben wir gesprochen. Und ich würde aber sagen, dass wir das dann am nächsten Tag machen. Das ist dann für mich auch ganz gut, wenn man dann mal für 2 Tage ein gutes Thema hat, was man dann bearbeiten kann. Aber ich schaue trotzdem mal eben nach. Ja, die Kupfer, nee, Quatsch, Kupfer. Die Silberessenz ist fertig. Und den Regenzauber können wir machen, wenn wir noch einmal schwarze Tinte machen. So, Regenbeschwörungszauber, zack. Haben wir den auch schon mal gemacht. Sehr schön. Können wir hier eigentlich auch noch mal was machen? Können wir da noch mal... Oh ja, Alraune haben wir wieder. Schwebetrankkonzentrat. Eine Riesenladung Schwebetrank. Es werden 15 Dosen auf einmal gebraut. Das wäre mal cool. Aber dafür brauchen wir wieder diesen Goldlauch, den wir nicht haben, ne? Also wenn ihr wisst, wo man Goldlauch herbekommt, dann bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich habe absolut keine Ahnung. Das Problem hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen. Geisterflamme? Was war ein Geisterflamme? Für die mächtigsten Hexenrituale. Moment, Schamtrank? Um auf die Menschen, mit denen du interagierst, sofort charismatischer zu wirken. Lässt nach, wenn du schlafen gehst. Ich würde das gerne bei Wesley anwenden, ehrlich gesagt. Haben wir davon einen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe nur einmal Honig, ne? Glaskugeltrank, Schwebetrank. Was ist das denn? Achso, Feinsand. Ja, den kriegen wir ja. Wir stellen jetzt erstmal einmal Schwebetrank noch her. So, der dauert sowieso 4 Stunden. Und dann probieren wir das vielleicht in der nächsten Folge mal. Können wir denn hier mit dem... Ah ja. It was Grandma's broom. I guess it's my broom now.
Ja, aber vielleicht, wenn wir die Zauberformel haben, vielleicht können wir damit was anfangen. Wieso gehe ich eigentlich wieder raus, wenn ich eigentlich ins Bett will? Also, ich sag mal gute Nacht für heute und ich bin ganz aufgeregt, wie die nächste Folge weitergeht. Bis dann. Ciao. Time for bed. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.